Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht das Minuszeichen. Also lassen wir dieses Minuszeichen mit den Klammern fallen, indem wir innerhalb dieser Klammern alles entgegengesetzt nehmen. Das ergibt also minus 9a minus b. Wenn Klammern ineinander verschachtelt sind, so wie hier, dann arbeitet man immer von innen nach außen. Also berechnen wir zuerst das zwischen Hakenklammern. Vor diesen Klammern steht kein Zeichen, also ist das Plus gemeint. Und somit können wir die einfach fallen lassen. Das ergibt dann a minus 2b. Vor diesen Klammern steht das Minuszeichen. Also lassen wir dieses Minuszeichen mit den Klammern fallen, indem wir innerhalb der Klammern alles entgegengesetzt nehmen. Und das ergibt dann minus 5a plus 4b. Also erhalten wir diese Rechnung. Und zwischen diesen Hakenklammern können wir noch weiter rechnen, denn wir haben zwei a-Termen und zwei b-Termen. A minus 5a, das macht minus 4a. Und minus 2b plus 4b, das macht plus 2b. Jetzt können wir zwischen Hakenklammern nichts mehr berechnen. Also kümmern wir uns jetzt um dieses Minuszeichen vor den Hakenklammern. Dieses Minuszeichen können wir fallen lassen mitsamt den Hakenklammern, indem wir zwischen diesen Hakenklammern alles entgegengesetzt nehmen. Also bleibt dann plus 4a minus 2b. So, hier haben wir zwei a-Termen und zwei b-Termen, also können wir noch weiterrechnen. Denn minus 9a plus 4a, das macht minus 5a. Und minus b minus 2b, das macht minus 3b. Und somit ist diese Übung beendet.